Hallo, mein Name ist Jens Wohlers. Ich arbeite für Valtra in Deutschland. Hinter mir steht die erste Maschine der 5er Generation. Am augenfälligsten ist wahrscheinlich von außen das neue Tagfahrlicht. Die 5. Generation bietet aber noch mehr. In der Kabine haben wir relativ viel verändert. Angefangen bei dem neuen Lenkrad. Das Ganze ist etwas größer geworden. Trägt ein schönes Valtra-Emblem. Bleiben wir bei der Lenksäule, haben wir einen neuen Hebel für die Waschanlage und den Scheibenwischer. Auf der anderen Seite finden wir jetzt den Blinker, der nach links rüber gewandert ist. Fernlicht ist damit möglich, die Dimmfunktion des neuen A-Säulen-Displays, also ein wirklicher Multifunktionshebel. Und auch der Wendeschalthebel hat sich verändert. Nach wie vor gibt es den Schlitten, um die Parkstellung zu lösen. Super einfach zu bedienen. Und wenn ich die Richtung ausgewählt habe, rutscht der Hebel immer wieder in die Center-Position zurück. Und selbst neutral ist ganz einfach zu erreichen. Das ganze Lenkrad, die ganze Lenksäule, die ganze Lenkarmatur hat sich geändert. Die Lenkradverstellung ist nach wie vor Valtra typisch über das Fußpedal möglich und die Teleskopierung über einen neuen Hebel an der Lenksäule. Vorne finden sich zudem eine schöne Ablage, ein weiteres Staufach im hinteren Bereich hier. Ich hätte aber gesagt, das ist gar nicht das Highlight, auch wenn es ein schönes Design natürlich bekommen hat. Das Highlight ist wirklich das neue A-Säulen-Display. Das neue A-Säulen-Display wird bedient über diesen Drehdrückdecoder. Es ist ein Drehring mit zwei Tasten OK und Return. Ich kann das A-Säulen-Display in verschiedenen Ansichten mir aufteilen. Für die volle Übersicht habe ich hier dieses große Display. Oben drüber sind Anzeigen für Kraftstoff, AdBlue, Temperaturen und so weiter zu finden. Dann haben wir zwei Symbolmatrixen, die sich oberhalb und unterhalb des Einstellbildschirms befinden. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Einstellungen. Eine Einstellung ist ganz wichtig, die ist offensichtlich nicht zu sehen bei den Maschinen, aber ganz wichtig für die Performance. Die Änderung im Getriebe. Wir haben wesentlich schnellere Schaltzeitpunkte zwischen den Gruppen. Wir sind jetzt hier auf dem Active und das Ganze ist natürlich auch so bei den Direct, Versu und Hightech Modellen. Eine schöne neue Funktion ist das Schalten mit dem Hebel. Mit dieser Funktion kann ich einfach über Tippen des Fahrhebels nach vorne und nach hinten die Fahrbereiche wechseln. Wirklich eine schöne Sache im Transport.